Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video hier. Ich hatte gehofft, dass ich dieses Video hier erst gar nicht machen muss und dachte eigentlich schon, dass dieses Thema mit Artikel 13 schon fast durch ist. Jedoch ist es jetzt dann doch dazu gekommen, denn heute gab es eine finale Entscheidung zu Artikel 13. Bei dieser Abstimmung konnte man heute sogar live zusehen. Jedoch gab es da ein paar Probleme mit dem EU-Server und auch nach den ganzen Demos jetzt hier gab es jetzt eine finale Entscheidung und die verkündete Julia Reda heute. Die ging wie folgt aus und zwar entschieden sich 348 im Parlament für Artikel 13 und 274 gegen Artikel 13. Auch 36 enthielten sich, was relativ schade ist. Und ja, ihr habt gehört, Artikel 13 ist nun durch. Was soll man dazu jetzt noch sagen? Selbst Julia Reda sagte, dass das eine ziemlich krasse Entscheidung ist. Und Axel Voss, der ließ sich natürlich dann richtig feiern. Der sprang auf und hatte dann da so eine Schilder, wo dann drauf stand, yes to copyright. Ja, diese Entscheidung ist natürlich jetzt für uns sehr hart, für die Gegner von Artikel 13. Und ich denke, wir sind immer noch Gegner von Artikel 13 und werden das auch immer bleiben. Weil ich denke, so gut wie jeder guckt heute YouTube zutage. Auch wenn es jetzt ein Lernvideo ist, wenn ihr irgendwas für Mathe braucht. Oder auch irgendwas anderes, irgendwelche Unterhaltung oder sonst was. Das wird vielleicht in Zukunft nicht mehr so sein. Auch die ganzen Demos, wo hunderttausende Leute auf die Straße gegangen sind, die haben zwar was gewirkt, aber haben halt nicht so stark gewirkt, dass dieses Artikel 13 nicht durchgesetzt wurde. Also letzten Endes war es jetzt ein sozusagen sehr kurzer und schmerzhafter Prozess für uns und wahrscheinlich auch noch ein paar andere in dem Parlament. Und es gab ja auch sogar schon davor eine andere Abstimmung, wo abgestimmt werden sollte, ob Änderungen vorgenommen werden sollten. Und da gab es auch noch ein sehr knappes Ergebnis. Dazu werde ich dann gleich noch was sagen. Ja, was können wir denn jetzt noch dagegen machen? Eigentlich können wir sozusagen nichts mehr dagegen machen. Doch was wir da noch machen können, ist, dass wir wählen gehen. Also geht wählen, wer wählen kann, der soll wählen gehen. Ich persönlich würde jetzt die CDU nicht mehr wählen, weil Axel Voss ja dahinter steckt und Axel Voss ist ja so der, der das Ganze hauptsächlich hier durchsetzen wollte. Es war nicht nur Axel Voss, aber hauptsächlich er ist unter dem Namen Artikel 13 bekannt. Und ich finde, diese sollten auch mal spüren, dass man auch mal auf das Volk hören sollte. Und nicht nur so stur zu sein und ihren eigenen Artikel 13 durchzusetzen. Vor allem, wie ich gerade schon gesagt habe, gab es ja noch eine andere Abstimmung schon davor, dass diese Änderungsvorschläge, da wurden Änderungsvorschläge versucht durchzusetzen, da gab es auch nochmal eine Abstimmung. Und dass selbst diese Änderungsvorschläge abgelehnt wurden, da gab es eine sehr knappe Minderheit von 5 Stimmen. Das heißt, fünf Leute mehr waren für keine Änderungsvorschläge, was auch sehr schade ist. Also das heißt, es war sehr knapp. Wäre das nicht passiert, dann wäre es jetzt auch nicht so weit gekommen. Also es hätte da schon fast entschieden sein können wegen Artikel 13. Aber das Ganze hat sich jetzt dann halt so weiterentwickelt durch diese Abstimmung. Das hätte man davor halt schon verhindern können. Und jetzt ist es halt so weit gekommen. Es ist aber auch noch zu sagen, dass die ganzen Plattformen, sei es YouTube, Facebook, Instagram und wie sie alle heißen, das Ganze mit den Upload-Filtern umzusetzen. Aber es ist halt trotzdem nicht so schön, dass das Ganze jetzt so weit gekommen ist. Dann ist ja auch natürlich klar, dass das Ganze jetzt nicht von einem auf den anderen Tag funktionieren kann. Das ist für so eine große Plattform wie YouTube und die ganzen anderen überhaupt nicht möglich. Von daher ist es noch ganz okay, dass sie, oder es ist nicht okay, aber
dass sie halt 2 Jahre noch Zeit haben wenigstens. Ja, also ich denke, ihr könnt es auch sehr gut einschätzen, dass es hier jetzt sehr traurig ist und ein sehr großes Chaos hier ist. Es wird in Zukunft Upload-Filter geben, die die ganzen Plattformen dann umgeben. Da bin ich auch schon sehr gespannt, weil die Plattformen haben jetzt noch 2 Jahre Zeit, wie sich das Ganze dann entwickeln wird. Also wie gesagt, es gab heute Mittag die finale Entscheidung und da stimmten 348 Personen für Artikel 13. Und leider enthielten sich auch manche, wobei es auch sehr schade ist, weil die hätten das Ganze zwar nicht umreißen können, aber es ist trotzdem relativ schade, dass sie ihre Stimmen nicht genutzt haben. Kann man einerseits natürlich auch verstehen, dass sie jetzt vielleicht nicht so, falls sie dafür gewesen wären, was sie jetzt natürlich nicht sind, dass sie dann halt nicht so als, sag ich mal, böse so anerkannt werden. Aber trotzdem ist es natürlich schade. Wie gesagt, es gab davor natürlich auch noch eine andere Abstimmung, wo Änderungsvorschläge eingereicht wurden oder darüber entschieden wurden, ob nur Änderungen vorgenommen werden oder das Ganze gleich komplett so durchgesetzt wird. Das ist natürlich auch jetzt wieder sehr schade, wie ich finde. Und jetzt gab es halt die Entscheidung, wie ich schon öfters jetzt wahrscheinlich gesagt habe. Und jetzt ist Artikel 13 da. Um das Ganze jetzt nochmal kurz zusammenzufassen. Heute Mittag war die Entscheidung für Artikel 13 und da entschieden sich eine schon ziemlich deutliche Mehrheit für Artikel 13 mit 348 Stimmen und manche enthielten sich sogar. Trotzdem vielen Demos wurde Artikel 13 nun durchgesetzt und was soll man dazu noch sagen? Geht wählen und ich persönlich würde die CDU nicht wählen, wenn ich wählen dürfte. Denn Axel Voss ist ja auch so der so hauptsächlich dahinter steckt. Ich denke, die CDU wird auch schon merken, was sie jetzt angerichtet hat, wie es mit den Wahlen aussehen wird und so. Das werden die auf jeden Fall merken, denn die nehmen sozusagen uns, unsere Freiheit mit YouTube und das ist einfach nur schade. Ja, es ist schade, dass es jetzt wirklich so weit gekommen ist. Und wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, dann würde ich sagen, war es das von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Wir werden gucken, wie sich das entwickelt. Bis dann. Ciao.